Mit den Einkünften aus der Algenzucht wurde auch die Vorschule von Kidoti gebaut. Ein Gemeinschaftsprojekt des Dorfs. Zu Recht sind die Algenbäuerinnen stolz darauf. Während sie auf den Feldern arbeiten, werden ihre Kinder, selbst die Jüngsten schon, unterrichtet und sinnvoll betreut. Für Frau Msuya eine kleine Revolution. Gemeinsam können sie sogar Schulen oder Kindergärten bauen. Nur wer lesen und schreiben kann, hat eine Chance, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Auf Sansibar haben Kinder ein Recht auf Schulausbildung. Die Vorschule von Kidoti ist ein freundlicher, ein hoffnungsvoller Ort. Gemeinsam lernen die Kinder mehr als bisher. Downtown, das historische Zentrum von Sansibar-Stadt. Der Muezzin ruft die Gläubigen zum Gebet. Ein buntes Durcheinander der Ethnien unter dem Dach des Islam. Im Labyrinth der engen, verwinkelten Gassen verliert man leicht den Überblick. An den Kreuzungen treffen sich abends die Bewohner des Viertels. Gemeinsam schauen sie fern und diskutieren über das politische Tagesgeschehen. Gleich daneben Szenen wie aus Tausend und einer Nacht. Der Wind treibt verführerische Duftschwaden übers Meer. Unter freiem Himmel bietet ein Großaufgebot einheimischer Köche Abend für Abend die landesüblichen Speisen an. Ein Fest der Sinne, bei dem nur eines fehlt. Noch sind Algen, das vitaminreiche Gemüse der Meere, als Leckerbissen in Sansibars Küchen verpönt. Dabei steckt in den Rotalgen das große Entwicklungspotenzial der Inselwelt, zumindest für Frau Msuya und den Exporteur Roger Moore. Schon jetzt sind diese unscheinbaren Gewächse nicht nur in der Lebensmittelindustrie als Tierfutter oder natürlicher Dünger gefragt. Auch Kosmetik, Medizin und Pharmazie greifen immer häufiger auf die heilsamen Substanzen der Rotalgen zurück. Wir bauen hier zwei Arten an, vor allem Spinosum, weil Cottonii auf Sansibar nicht so gut wächst. Cottonii wird eher für Lebensmittel verwendet, Spinosum mehr in der Kosmetik und Medizin. Mhm. 5000 Tonnen getrocknete Algen exportiert die Seaweed Company im Jahr. Das sind rund 17% der gesamten sansibarischen Produktion. Der größte Teil des Rohmaterials, das in Europa und Amerika benötigt wird, stammt von Sansibar. Sie kaufen weniger von den Philippinen oder aus Indonesien, sondern bei uns, weil unsere Algen trockener sind. Da ist kaum Sand, kaum Salz mit dabei. Unsere Algen sind einfach gut. Für den Weitertransport per Schiff werden die Algen containergerecht zu 100 Kilogramm schweren Ballen zusammengepresst. Das Geschäft läuft, aber nicht gut genug.
Die Meeresbiologin und der Exportmanager stehen vor dem gleichen Problem. Seit Jahren treiben sie die Algenproduktion voran. Doch der Weltmarkt ist unberechenbar. Während der Absatz von Spinosum gerade stagniert, steigt die Nachfrage nach Cottonii scheinbar grenzenlos und damit auch der Preis. Das ist ausgerechnet die Algenart, die auf Sansibar nicht so richtig wachsen will. Noch ist das Phänomen für Frau Msuya und ihre Kollegen schwer zu durchschauen. Auch in den Wasserproben suchen sie bislang vergeblich nach eindeutigen Antworten. Warum wächst die eine Algenart und die andere kümmert vor sich hin? Ist die Gezeitenzone für den Anbau von Cottonii nicht der richtige Ort? Oder haben die Forscher vielleicht irgendwelche Krankheiten übersehen, einen genetischen Defekt? Nach allem, was wir bisher verstehen, sind die Algen in der Gezeitenzone bei Ebbe oft hohen Temperaturen ausgesetzt. Während der tropischen Monsunregen verändert sich dort der Salzgehalt. Vermutlich hat der Ausfall von Cottonii mit diesen abrupten Umweltschwankungen zu tun. Damit die empfindliche Alge auf Sansibar eine Chance hat, sind erstmals auch Orte außerhalb der Gezeitenzone ins Blickfeld der Meeresforschung gerückt. Vielleicht bringt der Sprung ins tiefere Wasser endlich den gewünschten Erfolg. Die beiden Taucher folgen einem Tau, das mit Steinen am Meeresboden verankert ist. Wie Wäschestücke hängen die Algenbüschel an einer Seilkonstruktion, die bis zu 6 Meter tief im Wasser treibt und sich oben nur durch Plastikflaschen verrät. Ausschließlich von Schnüren und Steinen fixiert, haben die frei schwebenden Algenfarmen einen nützlichen Nebeneffekt. Kein Holz wird dafür mehr geschlagen. Die Umwelt bleibt verschont, vor allem das Hartholz der Mangrovenbäume, ein ebenso kostbares wie empfindliches Biotop, das den Meeresbiologen auf Sansibar gleichfalls am Herzen liegt. Die Pilotprojekte beweisen, Cottonii wächst im tiefen Wasser tatsächlich besser als im seichten Gezeitenbereich. Vermutlich, weil die Sonneneinstrahlung hier nur abgeschwächt auf die Rotalgen trifft. Aber auch die Nachteile liegen auf der Hand. Für das Aus- und Einbringen der Algen brauchen die Frauen zum ersten Mal Taucher und Boote. Selbst für traditionelle Fischerfamilien alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wir sagen immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wissenschaftler, Forschungsinstitute, Regierung und Handel. Wir alle wünschen uns, dass Sansibar mit der neuen Methode